Wenn eine Technische Universität München, also kurz TUM, sich in eine neue Region begibt, dann ist so etwas wie der KI-Campus ein inhaltlicher Anknüpfungspunkt. Die Möglichkeit, deutlich zu machen, dass ein ganz bestimmtes Thema hier Anwendungen von künstlichen Intelligenztechniken für die Wirtschaft, für die öffentliche Verwaltung große Bedeutung hat. Und weil das so ist, können wir darüber eine ganze Menge problemorientiert forschen und natürlich die Ergebnisse dann weitergeben, um so neue Möglichkeiten zu eröffnen. Ein KI-Campus-Hub in Baden-Württemberg muss natürlich besonders auf die regionalen Besonderheiten eingehen. Hier in Heilbronn ist es die Anwesenheit vieler Weltmarktführer, die herausragende Anforderungen an KI-Techniker haben, aber auch sehr viel darüber lernen müssen, wie man die für sie geeigneten Anwendungsmöglichkeiten identifiziert und auch umsetzt. Dazu kann ein regional bezogener KI-Campus-Hub wirklich einen Beitrag leisten. Der Beitrag besteht nicht nur darin, die Dinge bereitzustellen, sondern sie auch in der Bereitstellung an den Bedürfnissen der Kunden, der künftigen Kunden, der künftigen Lernenden auszurichten. Wenn sich eine Hochschule fragt, ob man in einen KI-Campus einsteigt, wo man ja nicht allein ist, dann ist es Spannende, sich in ein KI-Innovationsökosystem einzubringen, präsent zu sein und das Wissen, das man erarbeitet hat, das man reflektiert hat, anderen zur Verfügung zu stellen. Das macht das Tolle aus, an einem KI-Campus mitzuwirken, aber auch die Möglichkeit, dass man nicht alles selber machen muss. Highlights im KI-Campus-Hub ist die Möglichkeit, in der Lehre zu den Themen, die man sich rausgesucht hat, verweisen zu können auf das, was andere schon geschaffen haben. Dass also Vielfalt geboten wird, viele Lernwege geboten werden können und zugleich die eigenen Themen so aus der egoistischen Sicht des Forschers dargebracht werden können. Ein Highlight ist, aber für alle, die mitmachen wollen, eine enge Betreuung und eine fürsorgliche Behandlung derer, die diese neue Didaktik umsetzen.